Moin und herzlich willkommen bei Giber Caravantechnik in Springe bei Hannover. Heute mit dem Thema Victron Komplettanlage ab Werk rausgeschmissen und Bultron rein. Warum wir das gemacht haben, was die Vor- und Nachteile davon sind, das erzählen wir euch ab in etwa Hälfte des Videos. Vorher haben wir aber zwei besondere Fahrzeuge, die wir einmal ganz kurz zeigen wollen. Wir starten hier mit einem Adria, der eine Ladebooster-Installation ab Werk hat. Und danach geht es zu dem Euramobil, wo ich das Gefühl habe, dass die Polkappen demnächst schmelzen werden. Wir starten mal mit dem Adria. Nehmen wir einmal mit. Schöne Installation hier. Adria, relativ neu das Fahrzeug. Wir haben eine Lithiumbatterie dazu gebaut, eine Solaranlage, Multiplus-Kombi-Wechselrichter und so weiter. Und das Fahrzeug hat, kannst du das hier einmal so ein bisschen rumfilmen, diesen EBL hier von Adria und diesen Ladebooster ab Werk bereits verbaut. Funktioniert aber nicht. Was immer sehr schade ist, der Kunde sieht das vorher einfach nicht, weil wir haben ja in der Regel gar keine Möglichkeit, den Ladezustand der Batterie oder die Stromentnahme oder Stromanlieferung überhaupt zu überwachen. Und jetzt haben wir eine Lithiumbatterie verbaut und dann plötzlich kann der Kunde natürlich sagen, funktioniert ja gar nicht, was hier eingebaut wurde. Nee, es ist ab Werk einfach schon absoluter Schrott. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier einen Ladebooster, der liefert theoretisch 40 Ampere. Wir haben uns hier mal auf die Batterie verbunden. Aktuell 23%. Wir laden und entladen mit 0 Ampere. Wenn wir jetzt hier, wir können das hier einmal vorführen. Wo ist hier das Ein-Ausschalten? So. Hier mal ein bisschen Beleuchtung einschalten. Dann sehen wir, entladen wir mit minus 2,6, 2,7 Ampere. So, ich mache das Ganze hier aus. So. Jetzt sind wir wieder auf 0. Jetzt starten wir den Motor, wodurch ja der Ladebooster durch die Plus angesteuert wird und dann mit seinen bis zu 40 Ampere laden sollte. Also, Zündung an, Motor an. Ihr hört, hier unten hat es eben geklackt und jetzt laden wir kurzzeitig mit 19 Ampere, 16 Ampere, 13 Ampere, 9 Ampere, 7 Ampere. Ach, jetzt entladen wir auf einmal. Minus 8. Wir haben vorhin auch schon minus 20 Ampere gesehen. In dem Moment, wo wir einen Kühlschrank anschalten, wird es noch viel schlimmer. Also der Ladebooster macht überhaupt nicht das, was er soll. Und wie gesagt, nicht, weil der falsch angeschlossen ist oder irgendwas. Der ist korrekt angeschlossen, alles ab Werk. Aber wenn man natürlich ab Werk schon einen Ladebooster einbaut, dann muss auch der EBL, der hier über diese DIP-Schalter verfügt, sodass das Trennrelais deaktiviert werden kann, auch so einstellen. Aber offensichtlich ist das bei Adria noch nicht ganz angekommen. Wir hatten euch das ja schon einige Male vorgestellt, dass das leider immer wieder genau das gleiche ist. Naja, stellen wir jetzt hier um, dann funktioniert der Ladebooster, lädt er ganz normal mit 40 Ampere. Kann ich euch gleich nochmal einmal ganz kurz einblenden. So, DIP-Schalter entsprechend umgestellt. Und schon sehen wir, dass wir hier bei dem Booster aktuell jetzt mit 35 Ampere laden. Ich muss dazu sagen, wir haben gerade ein bisschen Beleuchtung an. Wenn wir die ausschalten, soll es noch ein bisschen mehr werden. Nicht ganz die versprochenen 40 Ampere von dem Ladebooster, aber so in Richtung 37 Ampere. Und nicht mehr, dass wir die Batterie während der Fahrt nur noch tiefer entladen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Naja, vielleicht lernen die das bei Adria irgendwann ja noch im Laufe der Zeit, wie die das im Werk mal richtig anschließen und vor allem die DIP-Schalter richtig einstellen. So, wir gucken uns direkt das nächste Fahrzeug an. Seid gespannt. Ich hüpfe hier gerade mal einmal rein. Die Polkappen schmelzen. Sofern das zumindest hier die Polkappen sind bei diesem Fahrzeug. Ihr seht hier vorne die Plusverbindung. Wir haben zwei Super B unter den Sitz, eine links, eine rechts, parallel geschaltet. Die Verschaltung kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, nicht über Kreuz verschaltet das Ganze. Aber das Beste daran ist eigentlich, das ist uns direkt schon vorher aufgefallen, als der Kunde angeliefert hat. Ja? Und jetzt sollen wir hier auf einmal irgendwie einen Multiplus-Wechselrichter anschließen. Dann macht man das Ganze hinten ab. Und da ist das so nämlich befestigt. Aber das soll es nicht gewesen sein. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich viel besser gemacht. Nein, natürlich nicht. Da ist es sowohl da so, als auch vorne. Die Batterien vom Händler hier eingebaut, fliegen hier einfach nur lose drin rum. Die Pole, alles überhaupt nicht festgezogen. Ich verstehe es nicht. Hier vorne, das Einzige, wodurch es, glaube ich, hält, dadurch, dass die Batterie hier so richtig straff untergedrückt wird. Ne? Dann haben wir noch einen 45 Ampere Ladebooster, der entsprechend auch bei Fahrt, je nachdem, auf was er hier gerade eingestellt ist,
Wir mal einmal gucken. Ja gut, sind doch 45 Ampere hier oben noch eingestellt. Das heißt, bis zu 45 Ampere Ladestrom bringt. Wie soll das hier durchlaufen? Ne? Über so eine haben wir ganz hohe Übergangswiderstände. Es wird heiß, kann gegebenenfalls auch Funken schlagen. Ist natürlich saugefährlich. Naja, ist egal. Die Batterien fliegen jetzt in dem Fall hier raus. Hier kommt nachher eine 300er Bulltron rein. Hier kommt ein Multiplus ran mit Servo und dem ganzen Kram. Ihr kennt das ja von uns. Vielleicht zeigen wir das Fahrzeug nachher nochmal, wenn es fertig ist. Wir gehen jetzt erstmal raus in den Niesmann. Niesmann Bischof Flair 880 und gucken uns an, warum wir dort die Victron-Anlage rausgeschmissen haben und anstattdessen 1200 Amperestunden Bultron dort verbaut haben. Kommt mal mit. Ich kriege hier mal vorsichtig raus. So, hier steht der Niesmann Bischof Flair 880. Ist ein 880? Meine 880. Hatte ab Werk Multiplus 3000 mit dem DMC, also dem Digital-Multicontrol, dem analogen Bedienpanel und 4x 100 Amperestunden Victron Energy Lithium mit externem BMS. Und bei einem externen BMS ist natürlich der Nachteil folgender. Wenn eine von den Batterien ein Problem hat und ein Problem an das BMS meldet und der Battery Protect zum Beispiel für die Entladenseite abschaltet, weil der Batterie, ich sag einfach mal, zu heiß geworden ist, weil die Batterie irgendwie eine Zellunterspannung hat oder irgendwas auch immer, weil eine von den Batterien ein solches Problem hat, wird die Meldung rausgegeben und das gesamte Fahrzeug ist in dem Moment lahmgelegt, weil der Battery Protect, das hatten wir euch jetzt letztens in dem Video erst gezeigt von dem Nibi, wie, ich sag mal einfach wie ein Relais, die Verbindung trennt. Ja? Dann ist da ein Schalter umgelegt und drin ist gar kein Strom mehr zur Verfügung. Ich habe also noch drei intakte Batterien, aber eine davon gibt halt gerade einen Fehler, ein Problem aus und deswegen kann ich mein System nicht mehr nutzen. Ein solches Phänomen kann natürlich nicht auftreten, wenn wir vier Batterien haben, mit die jeweils ein eigenes internes BMS haben. Wenn eine Batterie ein Problem hat und sagt, na, keine Ahnung, mir eine Zelle driftet mir davon, was auch immer, mir ist zu kalt, mir ist zu warm, ich schalte mich ab, dann laufen alle drei Batterien, die anderen drei Batterien ganz normal weiter. Und das war der Wunsch von dem Kunden. Er wollte halt eine gewisse Redundanz einfach haben. Also nicht diesen Fall, na, eine Batterie zickt ein bisschen, ganze Fahrzeug ist leer. Der Kunde hatte dieses Problem und deswegen wollte er eben unbedingt auf ein redundantes System zurückgreifen hier. Und das haben wir natürlich gemacht. Wir blenden einmal vorher die Bilder ein, wie es vorher ausgesehen hat, wie wir das Ganze hier vorgefunden haben. Und dann haben wir auch, können wir währenddessen nochmal gerade ein Bild einblenden, wie das Ganze aussah, als wir hier im Prozess waren während der Arbeit. Jetzt haben wir hier unten 4x 300 Amperestunden Bultron-Batterien verbaut oder Bultron-Lithium-Batterien eben mit einem internen BMS, wo sich jede Batterie selber schützen kann. Ja? Wir sehen hier hinten, wie wir schön drei Solarregler drauf haben. Ein Abwerk von Nibi, das ist oben der mit dem grünen Punkt. Die haben hier ihre semi-flexiblen, die flachen Module aufgeklebt. Und wir haben noch zweimal 360 WP, also 720 WP noch dazu gebaut. Dann seht ihr, wir haben hier zwei Sicherungsverteiler. Wir haben das alles komplett ein bisschen neu aufgelegt. Die ganzen Kabel waren noch wüster vorher, alle durcheinander. Haben wir alles ein bisschen Ordnung geschaffen. Hier haben wir das Zusatzladegerät für die Starterbatterie. Hier haben wir unseren Servo mit eingebaut. Das heißt, wir haben das ganze System auch umgerüstet auf das Touch-Display, so wie wir die Umbauten immer vornehmen. Hier nochmal eine schöne Legende, ne, was man so ab Werk manchmal ein bisschen vermisst. Also eine vernünftige Beschriftung für die ganzen einzelnen Sicherungen, die dann hier alle nummeriert sind, damit, wenn irgendein Gerät mal nicht funktioniert, der Kunde im Urlaub natürlich selber nachgucken kann, ja, Mensch, die Hubschutzanlage, das ist Sicherung Nummer 8, okay, die ist durchgebrannt, die tausche ich eben, die größte steht in der Regel auch mit dabei. So, dann seht ihr da hinten mal, das war noch die ganze Victron-System, die Victron-Batterien, so, die 4x100 Amperestunden nimmt der Kunde natürlich mit, kann man ja noch veräußern, die sind ja nicht schlecht. Und da hinten noch alles mögliche an Kabel und Steuerungseinheiten. Die ganzen Battery Protects, die vorher hier drin waren, für Laden, Entladen. Das Relais für Abschaltung, Ladebooster und so weiter.
liegt da natürlich alles mit drin, bekommt der Kunde mit. Genau. Kunde hatte vorher auch gesagt, er hat schon die zweite Starterbatterie, weil seine Starterbatterie ist immer leer. Und woran erkenne ich, dass die Starterbatterie leer ist? Oben an meinem Anzeigepanel, an dem CBE-Originalpanel von Nibi. Jetzt ist es so, dass wir als erstes mal geguckt hatten, ja, was zeigt denn das Panel innen an? Wir fahren das Fahrzeug rein und messen, Lichtmaschine lädt natürlich, messen innen dann gleich die Spannung an der Starterbatterie und gucken vorher oben ins Panel. Und fahren das Fahrzeug rein, oben das Panel steht 12,2 Volt, was ja nicht unbedingt darauf hindeutet, dass die Lichtmaschine gerade die Starterbatterie aufgeladen hat, sondern eher, dass sie noch ein bisschen entladen wurde. Dann, okay, 12,2 Volt, da zieht vielleicht wirklich irgendwie was Strom. Messen wir hinten mal direkt an den Verbindungskabeln von hinten, von der Aufbautechnik zur Starterbatterie. Moment mal, haben wir 12,95 Volt. Also die angezeigte Batteriespannung im Panel bei Nibi war nicht die korrekte. Und das war auch wieder eine ganz simple Sache. Ja? Der Booster hat extra so eine Bypassleitung. Der hat hier unten einen kleinen Schalter, damit, wenn er die Spannung für eine Spannungsmessung, für eine Anzeige durchgeben soll, muss der natürlich auf angeschaltet sein. Ja? War leider ab Werk nicht. So wird dem Kunden natürlich suggeriert, die Starterbatterie ist ständig leer. Schon schaltet man den Schalter um, misst man hier hinten 12,95 Volt und vorne werden auch 12,9 Volt angezeigt und alles ist in Ordnung. Und man hätte sich vielleicht sogar eine Starterbatterie sparen können. Naja, ja, das zu diesem Projekt. Ich glaube, das soll es gewesen sein von uns. Wenn euch das gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen und ein Abo da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.